Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt mit Sicherheit schon mitbekommen, dass es von Zoella Beauty neue Produkte gibt, beziehungsweise eine komplett neue Reihe. Diese heißt Jelly and Gelato und ich war natürlich sofort total neugierig und musste ein paar der Produkte testen. Ich habe mich jetzt für zwei Produkte entschieden, die ich so am interessantesten fand und ich kann als allererstes schon mal sagen, dass das Design wieder super süß ist. Also Zoella Beauty schafft es wirklich immer wieder total süße Designs zu kreieren und das hier gefällt mir besonders gut mit diesem Strohhalm hier und die Farbkombination ist auch total sommerlich. Und das Produkt hier ist jetzt ein Body Wash und das fand ich so interessant, weil es halt auch gleichzeitig die Haut weich machen soll und pflegen soll. Und ich kann schon mal sagen, dass die Konsistenz auf jeden Fall fester ist. Es ist jetzt nicht so wie ein normales Duschgel, sondern wirklich ein bisschen fester und es macht die Haut wirklich super schön weich. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber ich muss sagen, dass ich den Geruch von dieser neuen Reihe jetzt nicht ganz so toll finde. Also ich würde nicht sagen, dass mir der Geruch gar nicht gefällt, aber es ist jetzt auch nicht der beste Geruch, den ich so, ja, kenne. Ich finde es immer richtig schwierig, das zu beschreiben. Also es erinnert mich so ein bisschen an so einen Wassermelone-Geruch. Also es riecht nicht wie Wassermelone, aber Wassermelone ist halt auch eher nicht so süß und erfrischend. Und ich glaube, so riecht das auch. Also einfach erfrischend und nicht ganz so süß, wie ich es halt gerne hätte. Aber ich finde den Geruch jetzt auch nicht schlecht. Aber es ist halt jetzt nicht so, wo ich sage, wow, ich liebe diesen Geruch. Ich finde zum Beispiel die Originalreihe total toll. Also diesen Geruch, da kann ich wirklich drin baden. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Ich bin mir jetzt von den Preisen nicht mehr ganz so sicher. Vielleicht kann ich euch das nochmal in die Infobox schreiben. Auf jeden Fall sind die Zoella Beauty Produkte ein bisschen teurer als so normale Drogerieprodukte. Deswegen habe ich mir jetzt auch nur zwei geholt, weil es dann natürlich wirklich schon sehr teuer wird. Aber dieses hier finde ich sonst wirklich super süß. Wie gesagt, dieses Design, das sieht halt auch einfach total schön dann aus im Badezimmer, wenn man sich das dann so hinstellt. Und das zweite Produkt, was ich mitgenommen habe, sind die Pink Bath Wavers. Das sind wieder solche fizzy Badebomben quasi. Da gab es ja auch immer diese Schokoladentafeln aus dieser Originalreihe. Die fand ich auch total toll. Und was ich hieran jetzt auch super finde, ist, dass die nicht weiß sind, sondern pink oder so leicht rosa. Da bin ich mal gespannt, ob sich dann das Bad auch so ein bisschen einfärbt in dieser Farbe. Aber das Design ist auch wieder super süß, muss ich sagen. Und der Geruch ist natürlich genau der gleiche wie bei diesem hier. Also jetzt nicht mein Favorit, aber ich denke mal, das wird in der Badewanne trotzdem total, ja, schön werden. Ich bin mal gespannt, aber ich muss sagen, ich finde die Reihe wirklich vom Design super. Es gab auch echt total neue, interessante Produkte. Es gab zum Beispiel so ein Badepuder, was man dann in die Badewanne macht. Das wollte ich auch erst mitnehmen, aber ich musste mich halt schon so ein bisschen entscheiden, weil die meisten Produkte kosten ja schon so um die 7, 8 Euro und dann dachte ich mir so, oh, nehme ich das jetzt noch mit oder nicht? Und dann fand ich diese hier doch interessanter zum Testen. Aber falls ihr euch auch schon neue Produkte von dieser Reihe gekauft habt, dann lasst mich gerne wissen, was man sich davon auf jeden Fall noch mal holen sollte oder was ich austesten sollte. Und ja, das war jetzt mein kleiner Review zu diesen neuen Produkten. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann!